Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem Projekt, das schon seit Ewigkeiten eigentlich ausgestorben ist. Eines der ersten Projekte auf meinem Kanal, die überhaupt jemals existiert haben. Und seit einem Jahr mal wieder hier zu sitzen und jemanden vor mir zu haben, der mir heute Fragen beantworten muss. Das finde ich echt voll krass. Und ihr habt ihn schon gehört, der Mann, der heute ganz mit dabei ist, Elzio Buch-LP, der Flo. Hallöchen. Ja, hallo. Ich bin ganz aufgeregt schon und bin gespannt, was mich hier erwarten wird. Ich bin auch aufgeregt. Also wir haben da was gemeinsam schon mal. Naja, was soll man tun? Ich würde einfach mal sagen, stell dich doch mal kurz vor für die ganzen Zuschauer. Und dann kannst du auch schon direkt loslegen, was du ja eigentlich auch schon tust. Ja, ich dachte mir mal, ich verschwende keine Zeit und fange gleich an, weil ich weiß nicht, ob ich das heute fertig schaffen werde. Ist keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Ja, zu meinem Kanal. Ich bin jetzt seit Ende 2012 ungefähr dabei mit dem Let's Playen, wer hätte es gedacht. Und mach das seitdem auch eigentlich kontinuierlich. Also es gab eigentlich fast keinen Tag, wo eben mal nicht was kam. Und von daher füllt mich das schon ziemlich aus. Hab vorher viel anderes ausprobiert auf YouTube. Aber das ist so das, was mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht hat. Ja, und demzufolge, jetzt play ich da eben allen möglichen Kram. Mach hin und wieder auch mal ein bisschen was anderes. Aber hat dann halt schon irgendwie alles mit Games zu tun. Zumindest auf dem Kanal. Was hast du denn vorher noch gemacht, weil du jetzt hier gerade so gesagt hast, du hast dich schon an vielen anderen Sachen versucht. Warst du auch mal so Vlog-mäßig unterwegs, oder? Tatsächlich. Auch, ich glaube, auf 2 oder 3 verschiedenen Kanälen sogar. Also wirklich viel ausprobiert, auch mit anderen mal was zusammen und so. Aber die Kanäle sind jetzt nicht mehr aktuell. Von daher verrate ich die jetzt auch mal nicht, wie sie sind. Aber ich habe auch anderen Kram ausprobiert, zum Beispiel den Kanal, den ich gerade noch so ein bisschen aber im Moment pausiert das auch alles, weil mir Let's Plays dann irgendwie doch wichtiger sind, ist zum Beispiel ein Hörbuchkanal, wo ich eben Bücher vorlese, beziehungsweise vorgelesen habe. Keine Ahnung, ob ich irgendwann wieder dazu kommen werde, ich hoffe schon. Macht nämlich auch ziemlich viel Spaß. Geht zwar alles auf die Stimme, aber macht Spaß. Und da habe ich dann eben zum Beispiel Eragon vorgelesen, das erste und zweite Buch komplett und früher auch schon mal Harry Potter, ein paar Bücher, aber die wurden dann gelöscht, mein Kanal auch mit, von daher habe ich da auch nochmal einen Haufen Kanäle. Also, habe schon ein bisschen was durch. Harry Potter ist böse. Ja. Achso, und Dumbledore stirbt, wusstest du das schon? Oh nein, jetzt hast du mich gespoilert. Oje. Ja gut, ich glaub, das hat mich nicht so berührt. Ich habe fast geweint, als Hedwig die Eule gestorben ist und Dobby. Das war das Traurigste. Das waren die dramatischsten Szenen ever. Ja, das war echt übel. Harry Potter. Wir sollten das Format hier nicht Let's Ask, sondern Let's Harry Potter nennen. Das würde dem vielleicht noch eine besondere Note geben. Genau, könnten wir auch darüber philosophieren. Und jetzt kommt die übelste Überleitung, die du jemals gehört hast. Jetzt, wo wir gerade über Namen reden, wie bist du denn auf deinen Namen gekommen? Ah, ich habe fast erwartet, dass diese Frage kommt. Hängt damit zusammen mit einem anderen Kanal, den ich hatte, den ich jetzt noch nicht aufgezählt habe. Und zwar hieß dieser Kanal Elkio Buch. Und da war das Ziel, gemeinsam mit der Community ein Buch zu schreiben. Also, dass man zusammen Charaktere ausplant, die Story so ein bisschen ausplant. Und das habe ich dann halt angefangen. Lief dann auch eine ganze Weile ziemlich gut auf dem Kanal. Und dann dachte ich mir irgendwann, komm, du probierst mal Let's Plays aus und dann hängst du einfach nur ein LP ran. Womit ich mittlerweile ziemlich unglücklich bin, weil dieser Elkio Buchkanal nicht mehr aktiv ist. Ich habe danach nochmal einen Neustart gewagt mit Devoisia, hieß dann der Kanal. Die Kanäle laufen jetzt allesamt nicht mehr, aber am Projekt wird immer noch fleißig weitergearbeitet. Also das ist nicht ausgestorben. Und daher kommt mein Name. Okay, also habe ich eben deinen Namen sogar noch falsch ausgesprochen. Oje. Ich dachte, das wird irgendwie so italienisch Assassin's Creed mäßig ausgesprochen. Aber Mist.
Nee, nee, aber das machen sehr, sehr viele mit dem, das C ein bisschen weich aussprechen. Und nicht so wie ein K. Aber okay. Kann man auch vorher eigentlich nicht wissen. Zumal ich den Namen auch sehr, sehr selten, ja, benutze, sag ich mal. Also ich spreche ihn ja fast nie aus. Juhu, es ist wieder hell. Ja, ich habe eben schon zu dem anderen Admin gesagt, er soll mal schön hier die Finger weglassen von den ganzen Sachen, von wegen Redstone-Schaltung bauen, dass es den ganzen, dass es die ganze Zeit hell bleibt. Weil wir wollen ja später vielleicht auch dein Gebilde hier, was auch immer es wird. Ich kann es mir am besten Willen noch nicht denken. Vielleicht wollen wir uns kleiner Tipp, es hat auf jeden Fall mit diesem Buchprojekt zu tun. Oh, Buchprojekt. Es, ich hab keine Ahnung. Ging um eine Fantasy-Story. Okay. Von daher kann man sich vielleicht schon ein bisschen mehr vorstellen jetzt. Ja, okay. Alles klar, gut. Auf jeden Fall werden wir hier jetzt so lange Tag machen, bis es dann vollendet ist. Und dann gucken wir uns das Ganze bei Nacht nochmal an. Aber darauf kommt es ja nicht an, sondern wollte ich dich mal noch fragen, was sind denn so deine Let's Player-Vorlieben? Also, welche Let's Player magst du besonders gerne? Was gefällt dir an ihnen so gut? Und vor allen Dingen, wer ist so dein Vorbild? Wie bist du auf die Let's Plays gekommen? Auf die Let's Plays gekommen bin ich zum einen dadurch, dass einer aus meiner Klasse das gemacht hat und ich dadurch, glaube ich, das erste Mal tatsächlich auch mit Let's Plays in Kontakt kam. Ich meine, der war jetzt nicht besonders gut, aber man kannte es halt nicht und irgendwie fand ich das dann schon interessant. Und dann gab es irgendwann Skyrim und ich hatte halt einen sehr, sehr schlechten Laptop. Und dann dachte ich mir, na komm, das kriegst du eh nicht gespielt. Jedenfalls nicht lagfrei und so weiter. Und dann guckst du dir einfach mal ein Let's Play dazu an oder guckst zumindest mal rein. Und dann habe ich so ein, zwei Parts geguckt und dann wurden daraus schnell 400. Und das war dann vom Let's Player ein Quantum Pro. Nicht so bekannt vielleicht. Ja, ich kenne den. Ah, okay. Ist am Wachsen auf jeden Fall. Ja. Ja, und diese beiden Sachen, also einmal, dass ein Kumpel von mir das Let's Plays gemacht hat und dass ich eben das Skyrim Let's Play so toll fand, habe ich dann gedacht, komm, probierst du mal aus. Dadurch, dass ich Hörbücher gemacht habe, wurde mir des Öfteren schon gesagt, was für eine angenehme Stimme ich denn hätte. Und dann dachte ich mir, vielleicht finden das auch andere und habe das einfach mal probiert mit den Let's Plays. Und dann habe ich auch mit Skyrim angefangen, allerdings in sehr, sehr schlechter Qualität. Ja, und ansonsten gucke ich so im Moment viel, ich weiß auch nicht genau warum, eigentlich ist das gar nicht so mein Geschmack, finde ich. German Let's Play, Tuddle, Ungespielt und Co. Eigentlich, ich weiß auch nicht, was ich daran so gut finde. Ist irgendwie merkwürdig, weil ich sonst eher der Ruhigere bin und die spacken dann doch schon manchmal ab. Aber vielleicht ist es gerade das dann, was dann trotzdem unterhält oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Und du bist der Erste, und das finde ich verwunderlich, der den Namen Gronkh nicht in den Mund nimmt. Nicht einmal. Nee, Gronkh überhaupt nicht, mein Fall. Also klar, er macht seine Sache ziemlich, ziemlich gut und so weiter. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Aber ich habe mir, glaube ich, auch nur insgesamt, wenn man wirklich alles zusammennimmt, habe ich vielleicht mal in 10 verschiedene Videos oder so von ihm reingeguckt. Also keine Ahnung, konnte mich nie fesseln irgendwie. Und das mit Tuddle Drum Let's Play und so, ich glaube, also ich bin normalerweise auch nicht der Typ dafür, dass irgendwelche Typen sich gegenseitig beleidigen. Das sieht man auch sehr daran, dass ich kein sehr großer Pete's-Meat-Fan bin, weil die sich halt sehr oft in die Haare kriegen und was weiß ich durch die Gegend plärren, richtig schon. Und das machen Drum Let's Play und so ja auch öfter mal. Aber irgendwie, ich kann's mir gerne angucken. Also da habe ich die gleichen Vorlieben wie du. Es ist sehr merkwürdig irgendwie. Also wenn ich es zum Beispiel meiner Freundin oder so zeige, die denkt sich auch nur, warum guckst du das? Also ich kann es irgendwie nicht so recht in Worte fassen, warum das so ist. Ja, wahrscheinlich gegenseitiges Pushen, gegenseitiges Gutfinden passen einfach so ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Die haben schon alle irgendwie einen ähnlichen Charakter und passen gut zusammen. Ja. Ach ja, und Holly LP finde ich auch noch super. Holly LP, ja klar. Der macht seit neuestem da auch mit, aber den kannte ich dann vorher schon. Ja. Durch TGN, glaube ich. Ja. Ja, ich habe den irgendwann mal durch einen anderen Kollegen kennengelernt und ich fand ihn eigentlich recht cool.
Ich finde es nur sauschade, dass er mit seinen fast 40.000 Abonnenten auf ein Video nur 1.000 Aufrufe bekommt. Also, ja, finde ich ein bisschen mau. Da sollten die Zuschauer sich vielleicht mal überlegen, ob sie da nicht mal wieder zuschauen sollten. Genau, das stimmt schon. Macht auf jeden Fall großartige Arbeit, finde ich auch. Gut, jetzt wo wir gerade so bei Let's Playern sind und Let's Play-Vorlieben, wie sieht es denn mit Spielen aus? Was hast du denn für Spiele-Vorlieben? Du hast eben schon Skyrim genannt. Gibt es da vielleicht noch ein paar Geheimtipps, die du uns nennen kannst? Geheimtipps jetzt weniger. Ich spiele, also man könnte sagen, dass ich meine Let's Plays aus zwei Kategorien zusammensetzen. Und zwar jetzt nicht aus diesen typischen Genres, sondern mehr daraus. Zum einen Kindheitsspiele. Was habe ich in meiner Kindheit gespielt? Was geht mir nicht aus dem Kopf? Was will ich unbedingt nochmal spielen? Das ist dann sowas wie Pokémon, Super Smash Bros., Stronghold und sowas. Und zum anderen die andere Kategorie, die sich dann daraus zusammensetzt aus Let's Plays, die ich mal geguckt habe und wo ich die Spiele einfach fantastisch fand. Also, das sind im Prinzip immer so diese Sachen. Also Skyrim habe ich zum Beispiel geguckt, spiele ich jetzt selbst. Amnesia habe ich geguckt, spiele ich jetzt selbst. Minecraft habe ich geguckt, spiele ich jetzt selbst. Insofern kann man das so vielleicht zusammenfassen. Und Geheimtipps hätte ich von daher, glaube ich, nicht unbedingt. Also nur, dass man vielleicht auch mal wieder alte Spiele, die man früher gerne gespielt hat, rausholen kann, denn meistens sind die tatsächlich nicht übel, besonders weil sie dann eben diesen Nostalgiefaktor noch mit dabei haben. Finde ich zumindest. Immer halt sehr cool, wenn man die nochmal rausholt. Ja, was halt jetzt bei mir der Fall ist, ich bin 17 Jahre alt, habe mit Final Fantasy bisher nichts am Hut gehabt. Ich habe nicht mal die neuesten Teile gespielt. Und dann kommt auf einmal jemand auf mich zugerannt, ey, spiel doch mal Final Fantasy 7. Ich kannte Final Fantasy gar nicht. Das ist voll cool, ey. Guck dir mal die Story an. Habe ich mich da mal rangesetzt. Und ich muss sagen, die alten Spiele, es lohnt sich echt, denen mal eine Chance zu geben. Also ja, auf jeden Fall. Auch Mario spiele ich sau gerne. Die Grafik ist wahrscheinlich dann nicht immer das Beste. Aber ich weiß nicht, man merkt auch teilweise noch, dass in manchen Spielen halt noch ein bisschen mehr Herzblut steckt als in den heutigen Spielen, habe ich so das Gefühl. Zumindest, also man kann es natürlich nicht immer verallgemeinern, aber ja, ist so mein Eindruck, dass in manchen halt einfach noch ein bisschen mehr Liebe drin steckt als in den heutigen, die dann halt einfach, wir müssen das dann und dann und rausbringen. Ja, ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, das habe ich dann damals wahrscheinlich nicht so mitbekommen, weil ich mir da selten mal Spiele zum Release gekauft habe, außer Pokémon. Das musste immer so schnell wie möglich her. Aber ansonsten, weiß ich nicht, kommt mir auf jeden Fall so vor, als würde da mehr Liebe drin stecken. Okay, und wie ist dein Spielstil so angesiedelt? Also bist du da eher dann so auf, zum Beispiel jetzt, nennen wir jetzt mal Final Fantasy, hast du das gespielt, oder? Nee, habe ich leider nicht gespielt, aber da es sehr gut sein soll, würde ich das gerne auch nochmal machen. Na okay, aber also auf jeden Fall stellt sich mir halt die Frage, wie spielst du denn sowas? Lässt du dich da voll auf die Story ein? Versuchst du dir vielleicht auch, wie ich zum Beispiel, die gesamten Stimmen dann wirklich persönlich im Kopf durchgehen zu lassen und dich halt in die Charaktere reinzuversetzen? Oder bist du dann eher so, oh, klicken wir einfach an den Gesprächen vorbei und laufen weiter? Nee, ich bin tatsächlich schon eher der, man merkt es vielleicht auch schon daran, dass ich ein Buch schreiben will, dass ich viel lese, dass mich dann schon oft die Geschichten einfach interessieren auch, wie bei Skyrim oder so. Problematisch ist dann eben nur, dass ich privat solche Spiele eher selten spiele, wenn, dann will ich auch ein Let's Play draus machen. Und dann ist halt immer die Frage, wie macht man es jetzt? Nimmt man da jeden einzelnen Dialog mit und zieht das Let's Play dadurch unendlich in die Länge und gestaltet es langweilig? Ja, oder klickt man halt doch mal den einen oder anderen Dialog weg. Das ist halt die Frage, wie man sich das so vorstellt. Also an sich nehme ich die Story immer sehr, sehr gerne mit und beschäftige mich damit. Mansion for Pigs war zum Beispiel ein Spiel, das ich sehr ausführlich mit der Story beschäftigen konnte, auch im Nachhinein noch, was wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Und solche Spiele finde ich dann wirklich immer sehr, sehr gut. Oder The Walking Dead zum Beispiel, das besteht ja eigentlich nur aus Story und fast nicht mehr aus Spielen. Und das ist auch ein sehr, sehr großartiges Spiel. Ja. Wenn nicht sogar das Beste. Von der Story auf jeden Fall. Ja, du hast Final Fantasy VII noch nicht gespielt, mein Junge. Du hast das noch nicht gespielt. Ah, das stimmt. Kennst du The Walking Dead?
Das habe ich wiederum nicht gespielt. Ja, dann solltest du das vielleicht mal spielen. Ja, ja. Das war mir bisher irgendwie... Also, ich bin zwar Walking Dead Fan. Ich habe zwar nicht jede Folge sozusagen geguckt, aber ich schaue da öfter mal rein, wenn ich es irgendwo sehe. Ich habe auch so ein paar DVD-Dinge hier rumliegen, auf denen so einige Staffeln verfasst sind. Aber ich bin jetzt halt auch nicht der Typ, der sich da jetzt stundenlang vor so eine Story vorsetzt und die sich auf einmal eintrichtert. Aber, ja. Halt so ein Spielefilm, das würde ich mir, glaube ich, auch mal antun. Das wäre, glaube ich, mal das interessant. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und spannend, packend. Und weil man einfach, also ein Spiel, da muss man sich auch etwas mehr mit beschäftigen und dann wachsen einem die Charaktere doch vielleicht noch schneller ans Herz als zum Beispiel in einer Serie. Und das ist schon irgendwie beeindruckend, wie das gemacht wurde, finde ich. Vor allen Dingen bei so Spielen wie The Last of Us fand ich das ganz brutal. Also das habe ich auch nicht selbst gespielt, sondern nur bei einem Kollegen geschaut. Mhm. Aber irgendwie, also er hat schon gesagt, dass er, wenn jemand irgendwie zu Schaden gekommen ist, hat er wirklich mitgefühlt und hat so gedacht, oh fuck, jetzt ist der hier zu Schaden gekommen an dieser Stelle, was mache ich jetzt? Also da hat schon irgendwie alles zusammengepasst. Ja, ich glaube, The Last of Us ist auch zu vergleichen mit Walking Dead. Ich kenn's auch noch nicht, aber ich will es mir demnächst mal angucken. Gibt's ja, glaube ich, bloß für PlayStation, oder? Ja. Ja, das ist schade, sonst hätte ich es halt auch Let's Played. Aber PlayStation, geht dann leider nicht. Das ist genau wie die Sache mit wie heißt es denn? Hier, Rain, Heavy Rain. Das ist auch sowas. Sagt mir jetzt, glaube ich, sogar mal gar nichts. Höchstens vom Namen vielleicht. Heavy Rain, so ein Spiel mit Kinder, Kidnap und ganz vielen Aufgaben, die der Vater dann bewältigen muss und was weiß ich was. Also auch so ein interaktiver Film. Ah, okay. Also interaktive Filme sind auch immer ganz interessant. Ist natürlich der Spielspaß nicht das Größte, aber es ist halt wie so ein Film, in dem man mittendrin steckt. Das ist schon ziemlich, ziemlich nett. Vor allen Dingen, wenn sie gut gemacht sind. Auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch totalen Bullshit. Ja, das gibt's immer, ja. So. Bücher sind auch immer toll, aber es gibt's auch ordentlich Bullshit dazwischen. Ja, Bücher muss man sich halt auch als Schreiber überlegen, wie bekomme ich den Leser dazu, erstens mal weiterzulesen und zweitens sich trotzdem noch in der Story zurechtzufinden. Ganz genau. Da muss man auf so viel achten, Charaktere und so weiter, das muss halt alles passen. Und wenn da irgendwas... eine Kleinigkeit vielleicht schon nicht mehr passt, dann kann das Buch schon total scheiße plötzlich sein. Ist schon nicht so leicht. Und das ist dann eben auch bei so interaktiven Filmen ebenso. Was dabei aber einfacher ist, ist, dass man keine Bombengrafik machen muss. Das passiert. Das stimmt. Wobei man bei einem Buch meistens ja auch weniger das Team hat. Also ein Team. Ja. Wie sieht das denn? Ich komm nicht drauf. Was ist das denn? Was ist das? Sagt mir. Nee, sag es mir nicht. Nee, noch verrate ich es nicht. Gib mir mal Anfangsbuchstaben. Würde ich am Ende auch nicht umhauen oder so. Es ist halt einfach das, was mir eingefallen ist, was man jetzt noch hätte machen können. Von daher. Den Anfangsbuchstaben, ja? Den Anfangsbuchstaben? Ja. Je nachdem, wie man es nimmt, wie man es bezeichnen möchte. Aber ich nenne es mal einfach... Ich sag mal einfach, es fängt mit D an. Oh. Wie Rockkartoffel. Ratespielchen. Ja. Kann er deine Zuschauer in die Kommentare schreiben, was sie denken, was ich hier mache. Ja, genau. Schreibt jetzt in die Kommentare, ohne ans Ende des Videos zu skippen, und dann werdet ihr ein Eis bekommen. So, das war oder schon wieder ein Grasblock. Jetzt habe ich mich schon wieder irgendwo reingeritten, wo ich eigentlich gar nicht rein wollte. Naja, reite ich mich halt wieder raus. Was ist denn so dein Stil von der Grafik her? Bist du so eine Grafikhure oder bist du wirklich so von wegen, neues Spiel kommt raus, hat zwar eine scheiß Grafik, aber ich gebe ihm eine Chance?